So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Overwatch. Diesmal ein Ranked-Game, nachdem Blizzard endlich mal so die größten, ja, oder die nervigsten Fehler behoben haben. Habe ich jetzt gesagt, dass ich mir meine Chance gebe und das Spiel spiele und schauen, wie wir uns in Ranked-Games schlagen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ranked ist ja halt im Grunde genommen genau dasselbe wie Normalspiel, nur halt, dass es ein gewerteter Kampf ist. Sprich, man im Rang steigt und fällt, je nachdem. So, erstmal gucken, wen nehmen wir. Wir haben drei Angreifer, einen Tank, ein Dings. Ich könnte mal mit Hanzo gehen. Ich bin gespannt, wie es läuft. Wie gesagt, ja, ich hab lange nicht mehr Ranked Games gespielt. Oder mal nur kurz gespielt als Test. Da war ich noch, glaube ich, 57 oder so. Jetzt sind wir leider schon auf 55 gefallen, weil wir zwei Matches dann verloren haben, als wir es probiert haben. Seitdem habe ich es nicht mehr angefasst. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Also, ich habe da immer ein paar Patches gelesen, was die da vorhaben oder was die da machen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, was davon schon im Spiel integriert ist und was nicht. Zum Beispiel, dass man auch irgendwie machen will, dass man in Ranked Games nur nicht mehrere Charakter picken kann. Das kann man ja, glaube ich, immer noch. Ich weiß es nicht. Aber in Zukunft soll es nicht mehr möglich sein. Egal. Ich würde sagen, wir starten mal unsere Runde. Der durchschnittliche Wert der Kampfstärke, nenne ich das ja mal ganz gerne, liegt bei 55 oder 54 waren es gerade eben. Also das heißt, ein gleich starkes Team, was natürlich auch zu erwarten ist. Wäre irgendwie komisch, wenn du gegen ein Team kämpfst, was stärker ist als du selber. Gut, die haben auch einen Hanzo. Aber ein bisschen schwierig. Aber ich habe ihn getroffen. Er walkt da weg. Ich brauche eine Heilung, sonst komme ich da nicht ran. Ja, die haben wir. Gut, wenn ich geil werde, könnte ich mal so rüber hopsen, genau. So, genau das hatte ich geplant, ihn zu töten, bevor seine... Och, das Ding ver... Ey, was? Das geht immer noch? Ich dachte eigentlich, wenn der Typ, der das Ding zündet, stirbt, ist auch derjenige, der das Ding kontrolliert hat. Aber ich glaube, das ist scheinbar auch nicht mehr so. Oder ich habe es immer falsch verstanden, okay. Ich habe da, glaube ich, schon eine Nachricht bekommen. Ja, ich soll Reinhard anstatt Hanzo nehmen, aber ich werde jetzt nicht nochmal zur Base laufen, nur um da eine neue Wahl zu treffen. Da werde ich jetzt wirklich mal... Jawohl, Headshots, das... Wenn ich da jetzt irgendwie meine Ulti aufladen könnte, das wäre so gut, aber... Irgendwie läuft das jetzt nicht so. Na, ich wusste ein bisschen jetzt in der konzentrierten Phase. Weil ich da jetzt die Skillshots sitzen müssen. Aber die sitzen nicht. Aber wir nehmen trotzdem den Punkt ein. Also ich sehe da auch keinen Grund ein, warum wir da jetzt noch irgendwie auf einen zusätzlichen Tank gehen sollten. Wenn wir da einmal ganz gut reinpushen, sehe ich da keine Befürchtung, dass wir da irgendwie nichts hinkriegen. Wir haben jetzt 8 Minuten, das ist mehr als nice. Was ich an Ranked Game geil finde, ist, dass man hier mit Punkten arbeitet. Sprich nicht nach Matches, sprich verteidigen hast gewonnen, sondern nach Punkten und dann wird gewechselt, je nach Modus, den man spielt. Das schafft mal ab und zu mal ganz guten Chance auf ein Comeback. Sprich, hat man immer eine Möglichkeit noch, wenn man ein Match verloren hatte, weil es einfach nicht gut lief, es besser zu machen. Ah! Loser. Tja, das kommt davon, wenn man, oh, shit. ist das dein Ernst? Der hat jetzt gekämpft, nur um mich zu töten und dann ist er abgehauen. Was für eine Flasche. Das tut dem Herzen weh, einfach so leicht ausgenockt zu sein. Okay. Der scheint am Roof zu sein, wie da jemand schreibt. Das heißt, ich sollte mich da hinten ranschleichen, aber geht das? Oh, shit. Jawohl. Jawohl. Okay. Hier, Battle unter Hand. Ja, okay, der Wichser geht sich heilen. Nö, dann... Ich wollte gerade sagen, das wäre ein fairer Kampf geworden, aber das ist... Oh, shit.
Ich glaub, der ist mad. Er ist mad, dass ich ihn schon ein paar Headshots. Okay, jetzt hat er zum ersten Mal sich an mir gerecht. Aber gerade davor habe ich ihn immer schön die Pfeile ins Gesicht gebohrt. Mal sehen. Also wir haben gute Chancen. Wie gesagt, 6 Minuten. Es sind 2 Minuten vergangen, aber alles noch machbar. Wir müssen nur einfach, wie jetzt gerade eben, einen guten Einstieg finden. Sprich, einfach einen guten, irgendwie einen guten Angriff starten, irgendwas töten, irgendwie Schlüsselpersonen töten. Und dann läuft die ganze Sache schon. Oh shit. Da sollten wir am besten verschwinden, dass wir nichts. Das ist nichts, wo ich wirklich in der Schusslinie stehen möchte. So. Ich schieße da auch mal meinen rein, weil ich zu weit entfernt bin und gucken, was ich da treffen kann. Ja, irgendwas hat sich bewegt. So. Ich habe auch noch was getötet. Ich gehe mal ran. Schau mal, was ich so... Technisch, ja, kann nichts. da wollte ich, glaube ich, noch, bevor ich da Schaden gemacht habe, selber Schaden abbekommen. Weil ich bin viel zu schnell draufgegangen. Mal sehen. Wenn es wirklich jetzt die nächsten paar Minuten nicht läuft, werde ich wirklich wechseln. Also, die haben jetzt schon auch einen Reinhard genommen. Also brauche ich es dann doch nicht machen. Ist ja nicht so, dass ich zu stur bin zu wechseln, aber gerade eben lief es auch ohne Reinhard. Warum sollte es jetzt auch nicht vorher laufen? Wobei man sagen muss, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, diesen Punkt einzunehmen. Das ist ja nicht mehr so einfach. Oh shit. Ah, das wäre so ein guter... Oh, der war nicht schlecht, der... Okay, den kriege ich nicht. Aber ich habe jetzt schon mal eine Position... Scheiße, eingenommen. Ich würde gerade sagen, eine Position eingenommen, aber nein. Da kommen 3 Leute auf mich zu und ficken mich auseinander. Okay, momentan sehe ich nicht gute Chancen. Also wir kommen gar nicht rein. Ich weiß auch nicht, wo der Reinhard ist, wenn wir schon einen haben, wo der sich befindet. Ich habe ihn bis jetzt nicht einmal in Aktion gesehen. Das Einzige, was mir übrig bleibt, ich kann jetzt nur noch weiterhin versuchen, meine Ulti aufzuladen und da mal was reinzuschmeißen. Ob sich das dann als effektiv herausstellt, das muss man sehen. Hängt davon ab, wie gut ich das Ding da reinbringe. So, der Typ ist tot. Und wenn ich hier jetzt einen guten... Okay, das war zu voreilig. Das war zu voreilig, aber ich habe sie weggepusht. So. Jetzt läuft doch was. Jetzt läuft doch was. Jetzt läuft doch was. Oh, shit. Jetzt läuft's nicht. Okay, jetzt läuft's wieder. Jetzt läuft's wieder. Papa ist back. Oder auch nicht. Ja, sehr gut, sehr gut. Perfekt. Die Ulti hätte nicht besser kommen können. Aber leider haben die auch eine Mercy, die da wiederbelebt. Ich frag mich, wo unsere Mercy ist. Ich habe nicht mal eine einzige Wiederbelebung bekommen in der letzten Zeit. Vielleicht liege ich auch einfach nur ziemlich dreckig. Ja, aber auch ihre Ultimate ist gar nicht ready. Ich weiß nicht, was sie da macht. Also ich habe bis jetzt nicht einmal erlebt, dass sie mich wiederbelebt hat. Jedenfalls mich. Was mit dem Rest ist. Scheiße. Nein, 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 nein! Ah, fuck it, Alter. Ich denke darüber nach. Okay, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen aggressiver rein. Genji sollte die Situation klären. Ich kann ihn dann endlich drüber springen und dann war es das. Also komme ich da schneller ran. Wir haben ja schon 3 Balken voll, also das Maximale. Wir müssen jetzt wirklich nur noch einen guten Push bringen. 2 Minuten, das ist zu machen. Ich hab schon Schlipp... Oh, fuck it. Aber gut. Ich hätte zur Not auch noch kontern können. Das ist kein Problem für mich. Ja, okay. Ich sehe auch schon Bastion. Erfreulich ist das nicht, aber wenn ich meine Ulti... Wenn ich meine Ulti fertig habe. Scheiße. Nein! Ja, sehr gut. Aber ich hänge immer noch. Wir haben gewonnen. Nice. Nice. Ich weiß nicht, wie wir das... Irgendwie ist was gelaufen. Ich habe noch eine Killcam. Ich werde wiederbelebt. Ich weiß gerade gar nicht, was hier abgeht. Alter Schwede. Das war nicht schlecht, aber verbleibende Zeit 2 Minuten und 9. Das heißt, wenn sie es schneller schaffen... Gewinnen die leider. Oder es geht in eine Verlängerung. Ich weiß das gerade gar nicht. Ich habe nicht so oft Angriff gespielt. Also Punkte einnehmen. Mehr eher hier die gute alte Fracht pushen.
die Frage ist, was hilft hier? Was hilft hier? Wir haben keinen Tank. Wir haben keinen Tank und nicht mal einen Heiler. Das ist eine Frage. Nimmt man Mercy? Eigentlich müssen wir Mercy nehmen, weil damit für den Fall, dass die wiederbelebt werden, dass sie nicht so weit laufen müssen. Ich werde mich da mal freiwillig hergeben als Heiler. Aber wie schon hier im Chat angesprochen wird, wir haben sehr, sehr wenig Damage. Also wir haben nur einen Soldier. Okay, doch, eine Fahrer auch. Das läuft, doch. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Das kriegen wir hin. Wenn wir jetzt gut halten. Also die können meinetwegen alle beide Punkte einnehmen, aber wenn sie länger brauchen als wir, dann passt das. Dann haben wir es geschafft. Das wird jetzt wird nur noch so eine lustige Frage sein, wie gut wir jetzt zusammenspielen. Der Angriff war eigentlich lief ganz gut. Jetzt mal schauen, wie die Verteidigung so läuft. Hängt auch ein bisschen von meinen Heilkünsten ab, um ehrlich zu sein. Weil wenn ich, also ganz ehrlich, wenn da gleich alle hintereinander gedamaged werden, ich krieg nicht jeden geheilt. Das ist unmöglich. Also die einzigen, die ich hier vernachlässigen werde, ein bisschen, wenn alle gedamaged sind, ist Soldier und hier Mai. Weil die können sich einigermaßen selbst heilen, der Rest. Okay, und noch Roadhog, sorry. Aber ansonsten war es das vom Heilen her. Aber bis jetzt läuft das ja. Alles gut, alles gut. Ich muss nur drauf aufpassen, nicht so grob irgendwie angegriffen zu werden. So ungefähr. Ja, genau das meine ich. Ja, ich hab ihn. Das ist gut, solange sich meine Ulti auflädt, passt. Alles ist gut, solange sich die Ulti lädt. Weil das ist das Maximale, was ich brauche. Oh shit, der Erste ist tot. Und ich bin gleich der Nächste. Ich muss wiederbeleben. Ich habe Angst, dass wir sonst keine starke Verteidigung mehr haben. Und unser Punkt wird angegriffen. Fuck. Ich muss aufpassen. Sehr gut. Soldier hat das Ding zerstört. Guter Soldier. Hat uns aber gezwungen, ein bisschen sich zurückzuziehen. Ja, das wird schon ein bisschen... Man merkt schon. Das ist schon ein bisschen crazy, was hier abgeht. Also ich bin hier komplett in der Schusslinie. Ich bin auch wirklich erstes Ziel bei denen. Wenn ich down gehe, dann war es das. Ein bisschen mehr Konzentration in die Sache muss ich einbringen. Also ein bisschen weniger reden, mehr ins Heilen fokussieren. Oh shit. Jetzt wäre ein Genji geil. Also irgendjemand, der die Kacke abkontert. So, ich hol mal unseren Schulzer wieder. Oh, shit. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das war klar, dass ich so ziemlich der erste Target bin, den er sich holt. Wäre jemand weit entfernt gewesen, hätte ich ihn vielleicht noch so verarschen können, aber... Ja, selbst wenn ich es schaffe, da hinzukommen, ganz ehrlich, ich habe nicht mal meine Ulti bereit, ich kann dann niemanden wiederbeleben. Ich könnte mal hinter dem Soldier herfliegen. Aber der ist zu weit entfernt. Aber wir haben gut gehalten, wirklich. 2,30, das geht. Gleich kommen wir, je länger wir sie jetzt vom Punkt aufhalten, umso besser, meine Meinung. Also da geht es gar nicht mehr darum, jetzt hier großartig noch was zu reißen oder vielleicht den Punkt noch zu verteidigen. What the fuck? Okay, sie hat alle wiederbelebt, vergiss, was ich gesagt habe. Aber je länger wir den Punkt verzögern, umso weniger Zeit haben sie für den nächsten. Das ist ganz gut, was wir hier gerade abziehen. So. Okay, so... Ich nehme alles zurück. So viel war es dann doch nicht. Ich dachte schon, das macht einen großen Unterschied, weil wir schneller waren. Aber 7 Minuten trotzdem. Oh. Das ist leider... Leider ist das nicht viel. Nicht viel, was wir da gewonnen haben. Jawohl. Alle tot. Super. Ich muss darauf hoffen, dass ich jetzt irgendwie... Ja, mehr kann ich nicht machen. Echt, wirklich. Das war mein letzter Akt, den ich hier vollstrecken konnte, bevor ich ins Gras beiße. Weil jetzt hängt es wirklich an denen. Hätte ich die jetzt nicht wiederbelebt, wären alle tot. Die hatten einfach den Punkt so einfach eingenommen. Also irgendwie habe ich noch mein Gutes oder mein Bestes getan. 4 Leute auf einmal wiederbeleben, das war nicht schlecht. So. Ich muss mal hinter dem Reinhard her.
Der hat gerade bei mir oberste Priorität, so als Heiler. So als Tank. Weil ohne den können wir den Punkt direkt knicken. Vor allen Dingen, er wird einfach von jeder Ecke und jeder Kante angegriffen. Das ist schon ziemlich krass. Das ist krank. Also wir haben es wirklich nicht einfach. Das wären wirklich schwere 4 Minuten, die wir da mindestens durchhalten müssen, um an der Zeit besser zu sein als die oder komplett Sieg. Das ist, jawohl. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg! Scheiße, ich steck fest. So. Es läuft! Ich bin momentan glücklich. Die haben einen Sniper. Was ich so an sich erstmal gar nicht schlimm finde, weil das ist einfach verschwendete Ressource, die sie da einsetzen. Weil die steht da eh nur hinten und ballert da ein bisschen. Die ist auch ganz schnell aufzupicken. So. Mehr kann ich echt in dieser Form nicht machen, als beide wiederbeleben. Die will mich unbedingt. Ich glaube, ich hoffe, das ist denen auch ein bisschen aufgefallen, dass sie mich wollen. So, oben wird jemand angegriffen. Dann sind wir hier, dann heilen wir da, dann gehen wir wieder nach unten. Und, ja. Wieder zu Reinhardt. Das ist momentan mein Job. Also mehr. Oh ja. Bis sie einen eigenen Reinhardt auspacken, dann wird es ein bisschen gefährlich. Was das angeht.